Am 22.03.2023 gegen 16.15 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Bonn zu einem Straßenbahnunfall an die Haltestelle Ludwigplatz alarmiert, bei dem eine Pkw-Säule aus ihrer Verankerung gerissen wurde. Das Heck eines Pkws ragte beim Laden zu weit in die Fahrbahn, sodass es von der vorbeifahrenden Straßenbahn erfasst wurde. Durch den Aufprall wurde das Auto auf eine dort installierte Ladesäule geschoben. Neben den Unfallfahrzeugen wurden zwei weitere Pkw beschädigt. Zur Neuinstallation der Ladesäule musste ein Tiefbauunternehmen beauftragt werden. Die Straße war während des Einsatzes für ca. eine Stunde gesperrt, sodass auch der Linienverkehr unterbrochen war bzw. die Buslinien 633 und 550 umgeleitet werden mussten. Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug, das Tanklöschfahrzeug 1, zwei Funkstreifenkraftwagen und ein Funkwagen. Busse kommen jetzt gleich wieder, kommt auf jeden Fall Richtung Sundnerplatz, ja? Und dann müssen wir mal gucken, da fahren wir noch die Wagen hinterher, ja? Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.